Ich habe eine neue Uhr und es war eine gebrauchte Uhr. Aber die habe ich nur bekommen mit dem Kommentar, du musst aber ein Video drüber machen. Versprechen werden gehalten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe eine neue Uhr. Es ist die Archimede Outdoor Protect in der Version mit dem weißen Ziffernblatt und dem orangefarbenen Sekundenzeiger. Eine tolle Uhr. Ich freue mich wie irrsinnig darauf, sie jetzt eine Woche am Arm haben zu können. Ich hatte sie schon einmal mit dem schwarzen Ziffernblatt. Ich habe sie in der 41mm Version. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Uhr es wert ist und auch unterschiedlich genug ist, um meine Eindrücke eine Woche lang mit euch zu teilen. Ja, wir haben Mittwoch, Tag 1. Meine Archimede Auto Protect Weiß Oranger Sekundenzeiger ist am Arm. Und ich bin total begeistert, freue mich wie irrsinnig. Zeige ich euch gleich auch direkt bei Tageslicht, solange die Sonne noch ein bisschen scheint, was mir heute schon aufgefallen ist. Wir haben Donnerstagmorgen, 20 vor 8. Meine Outdoor 39 Protect ist noch am Arm. Sie war die ganze Nacht am Arm, wie immer, wenn ich Uhren anziehe und auch keine Videos drehe. Sie war die ganze Nacht sehr angenehm am Arm und sie war auch die ganze Nacht über ablesbar. Natürlich nicht in dem Stil wie meine Pro Diver. Dafür ist die Pro Diver einfach viel zu stark leuchtend. Aber sie ist wirklich die ganze Nacht sehr gut, auch ohne Lesebrille ablesbar. Gestern Abend habe ich noch meine Uhr in meine Datenbank eingetragen und dabei festgestellt, dass ich schon einmal eine Uhr hatte, die ganz ähnlich aussah, aber das zeige ich euch im Laufe der Woche noch in einem separaten Video. Wir haben Donnerstagabend, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und meine Archimede Outdoor 39 Protect ist noch am Arm. Eine wirklich tolle Uhr und ich mag sie richtig gerne. Ich habe schon angedeutet, dass sie mich an eine Uhr erinnert, und zwar an eine Uhr, die ich vor gar nicht so langer Zeit hatte, die Sinn 444, die mir aber damals etwas zu klein war. Bevor ich den Vergleich starte, will ich euch aber noch kurz die Maße zu der Outdoor sagen, denn die habe ich ja gar nicht in irgendeinem Video gesondert vorgestellt. Die Archimede Outdoor hat einen Durchmesser von 39 mm. Bei einem Horn-zu-Horn-Abstand von 43,5 und einer Bandanstoßbreite von 20 mm. Die Uhr ist 11,2 mm dick, hat ein entspiegeltes Saphirglas verbaut und ist bis 200 Meter wasserdicht. Die Sinn 444 war nur 36 mm und ansonsten mit ähnlichen Daten. Wie ihr hier sehen könnt, sehen sich die Uhren durchaus ähnlich mit dem weißen Ziffernblatt, den relativ simpel gehaltenen Indizes, die Art der Zeiger und auch das Gehäuse weist eine gewisse Ähnlichkeit auf. Die Gehäuseenden, die Anstoßseiten der Sinn, waren flach gehalten. Hier hat die Archimede eine Abschrägung, einen Winkel drin. Aber insgesamt finde ich, sind die beiden Uhren durchaus vergleichbar. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Sinn ein schwarzes Datum auf der 6 Uhr hatte und die Archimede ein weißes Datum auf der 3 Uhr. Bei der Archimede finde ich das Datum tatsächlich etwas besser integriert und unauffälliger, aber auch hier von der Seite kann man ganz gut sehen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt und auch der farbige Sekundenzeiger bei der Sinn rot, bei der Archimede ganz hell orange, zeigen, dass die Uhren gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja, ich freue mich total über meine Archimede, weil, wie gesagt, die Sinn war mir dann doch etwas zu klein. Und mit dieser Uhr habe ich jetzt die Uhr, die ganz ähnlich aussieht in meiner Größe, und das macht mich richtig glücklich. Wir haben Freitagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Meine Archimede Outdoor ist noch am Arm und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen verpennt. Ich bin super müde. Ich habe bis gestern Nacht um 2 Uhr die Aufnahmen und den ersten Schnitt für mein erstes Schwarzwald-Video gemacht. Und jetzt muss ich Gas geben, damit ich ans Arbeiten komme.
Was ich euch aber noch sagen wollte, gestern habe ich euch ja schon gezeigt, wie ähnlich aus meiner Sicht die weiße Outdoor und die Sinn 444 sind. Heute zeige ich euch am Abend noch eine Überraschung, denn die Outdoor 39 hat noch eine Uhr, die ihr ganz ähnlich sieht. Lasst euch überraschen. Wir haben Freitagnacht, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 5 vor halb 1. Meine Archimede Outdoor ist noch am Arm. Ja, es gibt eine ganze Menge, die ich euch erzählen wollte. Ich fange mal chronologisch an. Ich glaube, ich habe heute Morgen vergessen zu sagen, was ich über die Leuchtkraft der Uhr sagen wollte. Gestern habe ich ja ganz, ganz lange noch mein Schwarzwald-Video aufgenommen und den ersten Schnitt gemacht. Danach habe ich vergessen, die Uhr mit der Taschenlampe aufzuladen, wie ich das immer mache, weil ich so müde war. Und ja, unter den Umständen hält die Uhr dann nicht mehr die ganze Nacht durch. Ich habe am frühen Abend angefangen zu filmen, Licht aus, kein direktes Licht auf die Uhr, dann nachts nicht aufgeladen. Und heute Morgen um 4:30 war sie also noch am Glimmen, aber nicht mehr richtig gut ablesbar. Das wollte ich euch auf jeden Fall gesagt haben. Dann hatten wir heute ein wirklich richtig bescheidenes Tofu-Wetter. Also weder Fisch noch Fleisch, zu warm für die Jacke, zu kalt für ohne. Also die Jeansjacke angezogen, alle 30 Minuten ein Regenschauer und das Ganze Ende August. Ich habe die Nase voll, ich möchte mal eine Woche oder zwei richtig Sommer haben. Das Dritte, was ich euch sagen wollte, ich hatte ja gesagt, dass die Outdoor noch ein anderes Geschwisterchen hat, was das Design betrifft. Ich habe im Internet nur ein einziges Foto zu dieser Uhr gefunden und habe den Rechteinhaber angeschrieben, leider in Klammern noch keine Antwort bekommen. Darum kann ich euch nur sagen, um welche Uhr es sich handelt. Die Archimede Outdoor hat das Gehäuse von der Limes Outback übernommen, beides aus der Ikler-Gruppe. Man hat also quasi ein Design, ein Gehäuse von einer Marke auf eine andere transferiert. Auch das klare Ziffernblatt ist ähnlich geblieben, aber nicht 1:1. Und die Limes Outback gab es einmal als Chronograph mit einem hellen Ziffernblatt und die sieht dieser Outdoor doch sehr ähnlich, natürlich in einer Chronographenversion. Ja, das wollte ich euch sagen. Heute Abend habe ich den ersten Teil meiner Schwarzwald-Videoserie fertig geschnitten und einen 20-minütigen Podcast. Ich habe also heute, ich glaube, 5 Stunden nur geschnitten für diese beiden Teile. Wenn ihr dieses Video seht, sind beide schon live gewesen und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Eine Bitte in eigener Sache an dieser Stelle. Wenn ihr irgendein Programm kennt, was auf iOS bevorzugt iPad, nicht iPhone läuft und bei Tonaufnahmen automatisch Sprechpausen rausschneiden kann, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil dieses manuelle Zurechtschneiden von Sprechpausen beim Podcast ist irrsinnig aufwendig. Und wenn ihr da eine Idee habt, wäre ich super dankbar dafür. Wir haben Samstagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Meine Archimede Outdoor ist noch am Arm und ich bin sehr glücklich damit. Heute habe ich etwas ausgeschlafen. Mein Hund hat sich erst um 10:30 gemeldet, dass er auf die Wiese muss. War mir wirklich angenehm und fand ich richtig klasse. Heute werde ich euch ein paar Varianten der Outdoor mit Bildern zeigen. Quatsch, heute werde ich euch einige Varianten der Outdoor mit Bändern zeigen. Und ich fürchte, ich habe ein Band umsonst gekauft, weil ich nicht den Mut habe, es dauerhaft an irgendeine Uhr zu machen. Aber lasst euch überraschen. Wir haben Samstagabend, 10:10. Meine Outdoor ist noch am Arm. Und es war wieder ein Tag, der wettermäßig nicht in August passt, aber die Outdoor passt perfekt an meinen Arm. Wirklich eine richtig tolle Uhr. Ich habe mir ein Stahlband bei Archimede bestellt. Ich hoffe, dass das Dienstag, spätestens Mittwoch kommt, dass ich es noch in das Video mit reinpacken kann. Irgendwie brauche ich bei bestimmten Uhren immer ein Stahlband dazu, auch wenn ich es nicht regelmäßig trage. Irgendwie gehört es dazu. Wo wir gerade bei den Bändern sind, ich habe heute ein bisschen mit Bändern gespielt und das wollte ich euch jetzt zeigen.
Ja, das ist also die Bandauswahl, die ich mir ausgesucht habe. Aktuell montiert ist das schwarze Canvas von Archimede. Passt meiner Meinung nach wirklich gut an die Uhr. Ist auch angenehm am Arm. Und ich war auch schon zweimal duschen damit. Macht das alles mit. Wirklich überhaupt kein Problem. Das Rubberband, das Silikonband ist nicht so ganz mein Ding. Und das ist das Band, bei dem ich ehrlich gesagt der Meinung bin, ich habe mich verkauft. Ich werde es wahrscheinlich an keiner Uhr länger oder dauerhaft fragen. So mutig bin ich nicht. Dieses Band hier finde ich super interessant und dabei habe ich festgestellt, dass ich euch, glaube ich, am Anfang des Videos falsche Maße gesagt habe. Der Bandanstoß ist 18 mm, nicht 20. 20 ist die Outdoor 41. Das habe ich gemerkt, als ich dieses Band versucht habe zu montieren. Und ich zeige euch auch, was ich gemacht habe, damit das Band passt. Denn ich finde, es ist eine Uhr oder die einzige Uhr, die ich habe, an der dieses Band wirklich gut getragen werden kann, ohne dass das Band die Uhr verschluckt. Ja, was habe ich sonst noch? Das Canvas-Band habe ich euch ja schon gezeigt. Ich zeige noch mal kurz die Auswahl, die ich hatte. Das Blau-Lederne habe ich euch ja schon gezeigt. Das Canvas ist eine absolut gute Variante, die kann man immer tragen, ohne dass es besonders auffällt. Das Silikonband ist ehrlich gesagt oder Kautschuk, ich weiß gar nicht genau, was für Material es ist. War beim Kauf dabei. Ich werde es vielleicht beim Schwimmen oder Sport mal tragen, aber hundertprozentig meine erste Wahl ist das nicht. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie ich das Lederband auf Form gebracht habe. Mein Opinel habe ich vor einiger Zeit modifiziert. Also von der, ich glaube, Delfinklinge heißt es, auf eine Dropbpoint und den Griff etwas verändert. Ich mag es ganz gerne und scharf sind die Dinger ja sowieso ohne Ende. Ich habe jetzt die Einkerbung etwas frei Schnauze geschnitten. Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Es war auch nur ein Test, weil das Band bei mir sowieso auf der Abschussliste stand. Und ich bin der Meinung, dass das richtig gut an der Uhr aussieht. Ich zeige euch das aber auch nochmal. Wie ihr sehen könnt, für mich ein Perfect Fit. Und ich glaube, so lasse ich das jetzt doch erstmal ein paar Tage. Ja, das war also der Samstag, Tag 4. Ich hoffe, das Stahlband kommt noch, damit ich es euch zeigen kann. Und freut euch auf morgen. Ich tue es auf jeden Fall, denn morgen ist Sonntag. Wir haben Sonntagmittag, 20 nach 12 und meine Archimede-Auto ist noch am Arm. Das Armband, was ich gestern dran gemacht habe, finde ich optisch nach wie vor absolut den Knaller. Allerdings muss ich gestehen, es ist mir etwas zu steif. Ich versuche mal das zu zeigen. Die Kanten hier sind relativ hart. Das Band insgesamt ist vergleichsweise unflexibel. Ich denke, ich werde wieder auf das Standard Archimede Canvas zurückwechseln. Das ist vielleicht nicht ganz so peppig, dafür wesentlich bequemer am Arm. Wir haben Montagmorgen, 8:45. Meine Archimede Outdoor 39 in Weiß ist noch am Arm. Eine wirklich tolle Uhr. Die Nachtablesbarkeit ist nicht ganz so hervorragend wie der 41 Antimac ist besser, aber am Arm eine tolle Uhr. Und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ich habe auf das Original Archimedes schwarze Canvas zurückgewechselt, weil es einfach bequemer am Arm ist. Heute über Tag werde ich euch einige Aufnahmen machen und die weiße 39 mit der schwarzen 41 vergleichen. Was mir auffällt, was mir gefällt, wo die Unterschiede liegen, denn es gibt tatsächlich neben der Größe noch mindestens einen Unterschied. Das zeige ich euch im Video und morgen gibt es dann mein abschließendes Fazit. Wir haben 20 nach 6 und meine Outdoor ist noch am Arm. Eine tolle Uhr, die ich wirklich total zu schätzen gelernt habe, auch wenn sie eine Schwäche hat. Die habe ich schon erwähnt, komme aber nochmal dazu, wenn ich gleich, also quasi jetzt sofort, den Vergleich mit der Outdoor 41 mache. Auf der linken Seite haben wir die Outdoor 41 antimagnetisch, auf der rechten Seite die 39 mm Version, beide mit Saphir-Kristallglas und der typischen Gehäuseform,
mit den abgeschränkten Seiten an dem Bandanstoß. Beide Uhren sind sehr, sehr vergleichbar und der Größenunterschied ist wirklich nicht sehr auffällig am Arm. Auch die 9-Uhr-Seite, die Gehäuseflanke, sieht wirklich sehr ähnlich aus und man kann auch hier nur bei genauerem Hinsehen einen wirklichen Größenunterschied erkennen. Die 3-Uhr-Seite mit der Krone ist ebenfalls ganz ähnlich gemacht. Den Kronenschutz und die Integration der Krone finde ich übrigens hervorragend gelöst, sehr griffig, sehr sauber gearbeitet. Gefällt mir wirklich richtig gut, was Archimede hier gemacht hat. An meinem 17 cm Handgelenk kann ich beide Uhren problemlos tragen. Der Unterschied ist weniger der Größe als auf der Gehäuserückseite, die bei der 41 mm Version plan ist, mit einer kleinen Kante, an der ich mit dem Fingernagel hängen bleiben kann, wenn ich da dran gehe. Der ist also plan mit einer kleinen Kante, stört nicht, ist sehr angenehm am Arm zu tragen, aber die 39 mm Version ist hier anders. Die hat auch eine Kante, aber durch die abgerundete Bodenform bleibe ich da nicht dran hängen. Und der Boden ist etwas, er fühlt sich etwas weicher an auf dem Arm, weil er eben abgerundet und nicht plan ist. Beide Varianten tragen sich sehr angenehm und ich kann da nicht wirklich einen Komfortunterschied erkennen. Die 41 liegt halt etwas planer auf, die 39 etwas runder, etwas weicher. Beide sind sehr, sehr angenehm am Arm und in keinster Weise störend oder so, dass ich sie nach kürzerer Zeit schon ablegen möchte. Also bei Größe, Tragekomfort, Form gibt es keine großen Unterschiede, aber es gibt einen Unterschied und da hat die 41 mm Version in meinen Augen ganz klar die Nase vorn. Wenn es um Leuchtkraft in der Nacht geht, durch die etwas größeren und breiteren Zeiger ist mehr Platz für Leuchtmasse und die 41 mm Version leuchtet doch für mich erkennbar länger und heller in der Nacht. Ansonsten finde ich beides ganz, ganz tolle Uhren. Wir haben Dienstag, 20 vor 12, Tag 7 meiner eine Woche am Arm. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich Archimede mag. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich kleinere Uhren mag. Ich habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich gut ablesbare Uhren mag und seit neuestem Uhren mit einem helleren Ziffernblatt. Wie also könnte ich die Archimede Outdoor 39 mit dem weißen Blatt nicht mögen? Ich mag sie, es ist eine tolle Uhr. Ich werde sie mit Sicherheit behalten, mit Freude tragen, auch wenn, und das ist der einzige Punkt, den ich da anmerke, die Nachtablesbarkeit nicht so ist, wie ich es mir gerne wünschen würde, mir aber vollkommen bewusst bin, woher es kommt. Und das ist eben ein Kompromiss, den man eingeht bei etwas kleineren Zeigern, wo halt weniger Platz für Leuchtmasse ist. Mit kleiner meine ich jetzt schmalere Zeiger und hier auch insbesondere den Minutenzeiger, da ist einfach nicht so viel Platz für Leuchtmasse. Ja, das Stahlband ist heute leider nicht angekommen. Ich hätte es gerne in die Woche reingepasst. Ach, wisst ihr was? Wenn es kommt, packe ich das einfach als Nachtrag hinten dran. Verabschiede mich aber jetzt schon mal. Wenn kein Nachtrag kommt, ist es nicht gekommen. Aber ihr seht es ja unten in der Zeitleiste, ob noch ein bisschen Platz ist und das Stahlband doch noch gekommen ist. Bis dahin, bleibt gesund, freut euch an euren Uhren. Euer Watchmaxe.